Komm, gib nicht auf! Wow! Es funktioniert! Kit! Es hat funktioniert! Hoffentlich kommen wir auch wieder heil runter. Ulti. Wunderschön. Ich möchte lieber zu einem Toaster umgebaut werden, als das nochmal durchzumachen. Du sprichst mir aus der Seele. Immerhin sind wir unversehrt. Mal versuchen, den Fallschirm loszuwerden. Gehört mir. Kit, hörst du mich? Michael, sind Sie das? Ja. Bist du okay? Nein, ich bin alles andere als okay. Die meisten meiner Funktionen sind kaputt und man behandelt mich wie eine Rinderhälfte. Wo bist du? In der Werkstatt. Keine angenehme Erfahrung. Ich bin hier auch nicht gerade in einem Palasthotel. Wir finden hier schon raus. Das will ich hoffen. Jetzt würde ich sogar lieber in einem Polizeihof stehen, als in dieser Umgebung. Ruhig, Kit. Wie findest du denn dieses Wiedersehen? Überrascht? Nicht besonders. Das glaube ich nicht. Als wir uns das letzte Mal trafen, versprach ich dir eine Reise nach Afrika. In dasselbe Gefängnis, in das man mich eingesperrt hatte. Unglücklicherweise ist das nun nicht mehr durchzuführen. Also tat ich das nächstbeste. Ich brachte die Gefängniszelle hierher. Stein für Stein. Nur für dich, Michael. Nur für dich. Ich bin gerührt. Nun, mein Freund, wieso kommst du nicht zur Sache? Zur Sache? Wir sind mittendrin. Vielleicht ist es für dich interessant, zu wissen, dass ich zu diesen Steinen eine unerwartete Beigabe erhielt. Afrikanische Ratten. Genau wie jene, die an mir geknabbert haben. Sie kriegen schnell Junge und machen vor nichts Halt, um ihre Jungen zu füttern. Wenn du kannst, freunde dich mit ihnen an, Michael. Lass wenigstens Devon und April frei. Ha. Du hast mich! Das wolltest du doch, Garth. Ja. Aber ich will, dass du auf jede nur vorstellbare Weise leidest. Und ich weiß, dir bereitet die Gefangenschaft von April und Devon außerordentliche Qualen. Und dieses Vergnügen werde ich mir doch nicht nehmen lassen. Wache aufschließen. Ich weiß, dass die Ratten sehr bald Junge kriegen werden. Schlaf gut. Mein Bruder.
April. Wissen Sie, wie dieser Schlüsselschalter aus- und wieder eingeschaltet werden kann? Oh, ich glaube, mit einer Haarnadel müsste es klappen. Gut. Was überlegen Sie? Ich wünschte, ein paar Freunde aus meiner alten Einheit bei der Royal Air Force wären hier. Sie wurden zu richtigen Bombenexperten. Sie haben sogar selbst ein paar hergestellt. Zum Beispiel dieses Spionenbrot. Spionenbrot? Ich erinnere mich daran, ja. Wenn Royal Air Force-Piloten aus der Gefangenschaft fliehen wollten, dann taten sie das, indem sie Stoff so lange kauten, bis eine Art Teig daraus entstand. Und dann benutzten sie Elektrizität, um es detonieren zu lassen. Wollen wir, wie man so schön sagt, einen Versuch wagen? Natürlich, mein Junge. Es ist nur eine kleine Chance, aber Wasser haben wir jedenfalls. Jetzt brauchen wir erst eine Basis. Eine Basis, Basis, Basis. Ja, mal schade, dass wir keinen Celluloid-Kragen mehr tragen. Die allein würden uns hier raussprengen. Oh, warten Sie. Sind die hier nicht aus ähnlichem Material? Wir könnten doch Glas benutzen, um die Stäbchen in kleinere Stücke zu schneiden. Ja, gut. Aber wir brauchen jetzt noch Mehl für den Teig. Das Futter Ihres Jacketts wäre gut. Das wird aus Acryl sein. Ja, aber zuerst brauchen wir etwas, woraus man Puder malen kann, damit wir eine Zündung haben. Diese Weste habe ich in Indien gekauft. Sie nehmen Malimit für die Knöpfe. Ah, Malimit. Aus Malimit können wir den Zünder herstellen. Da hast du sie. Er kommt. Knight Rider.